Ja, mein Name ist Jakob Lauhoff und ich bin Bremsenentwickler bei Brakeforce One und ich würde euch gerne heute unsere neue BFOH 2O vorstellen. Ja, ich würde vielleicht anfangen mit unserem neuen Bremssattel. Der neue Bremssattel wird geschmiedet und ist dadurch sehr viel stabiler und ist vor allem doppelt so steif wie das Vorgängermodell. Das hat zur Folge, dass der Druckpunkt sehr viel härter wird und man sehr viel mehr Bremspower nochmal aktivieren kann und die Bremse sich wesentlich einfacher und angenehmer dosieren lässt. Unser Bremskraftverstärker, das Herzstück, das eigentlich Brakeforce One ausmacht, sitzt jetzt seit neuestem hier in dem Deckel drin und nicht mehr wie bisher in dieser parallelen Bohrung. Und der Winkelabgang lässt sich jetzt werkzeuglos um 360 Grad verdrehen. Neu ist auch, dass die Leitungen über Steckverbinder am Bremssattel befestigt werden. Das bedeutet, zum Kürzen der Leitungen muss man nur den Ring betätigen, die Leitung herausziehen, mit einem Leitungscutter abtrennen und wieder in die Steckverbindung reinstecken. Und nur durchs Reinstecken hat man letztendlich eine sichere Verbindung und vor allem auch hydraulisch dichte Verbindung zwischen dem Bremssattel und der Leitung. Diese Steckverbinder sind natürlich auch im Bremsgriff verbaut. Das bedeutet, man kann sowohl am Sattel als auch am Bremsgriff die Leitungen kürzen. Die Leitungen sind nicht mehr wie bisher 5 mm dick, sondern nur noch 4 mm. Das hat den enormen Vorteil, dass man sie sehr einfach innen verlegen kann und das ganze Kabelwulst am Lenker natürlich etwas entschärft werden kann. Ja, die Sensation, die wir aber eigentlich dieses Jahr zu präsentieren haben, ist nicht die Bremse an sich, sondern das, womit die Bremse befüllt wird. Die Bremse wird nämlich nicht mehr mit Öl, sondern mit Wasser betrieben. Hintergrund hinter der Wasseridee ist, dass Wasser natürlich sehr viel angenehmer im Handling ist. Es verschmutzt die Klamotten nicht. Es ist völlig umweltunschädlich und natürlich jederzeit überall verfügbar. Viele werden jetzt wahrscheinlich erstmal sehr skeptisch sein und sagen, Wasser, was soll die bescheuerte Idee eigentlich? Dachten wir im ersten Moment auch und so ist die Idee eigentlich entstanden, dass wir dachten, ja, machen wir doch mal einen Prototypen. Und es funktioniert auch, man muss eben das Wasser mit 20% Glykol anreichern, um eben Frostschutz gewährleisten zu können. Und die Sorge, die viele Leute hegen, dass Wasser anfängt zu kochen, ist völlig unbegründet. Wir haben es ausgiebig in den Alpen getestet und haben es nicht geschafft, unter praxisnahen Bedingungen ein Kochen zu provozieren. Und auch das Thema Korrosion ist völlig unbegründet. Man kann die Innenflächen einer Bremse entsprechend vor Korrosion schützen und deswegen kann man völlig bedenkenlos Bremsen mit Wasserglykol ausliefern. Ja, hier jetzt unsere neue BFOH 2O am Testrad verbaut. Hier schön zu sehen, wie man eben die Leitungsverlegung dann im Winkel her an die Gabel anpassen kann, um eben eine möglichst saubere, elegante Leitungsverlegung realisieren zu können. Es ist grundsätzlich auch möglich, die Leitung nach hinten wegzuführen, um eng am Drehpunkt vorbeizukommen. Einen besonderen Fokus möchte ich jetzt vielleicht nochmal auf das Thema Druckpunkt legen. Es gab immer wieder Leute, die sich darüber beschwert haben, dass der Druckpunkt an einer BFO ihnen nicht hart genug wäre. Aus diesem Grund ist unser neuer Bremssattel doppelt so steif, als es beim bisherigen Modell der Fall ist. Die Folge davon ist, wir haben nach wie vor einen extrem kurzen Anlegweg aufgrund des Verstärkers. Aber dadurch, dass der Bremssattel mittlerweile so steif geworden ist, ist auch der Weg, den man danach zurücklegen muss, auf einen Bruchteil verkürzt worden. Und das macht sich natürlich sehr im Fahrverhalten zu spüren. Die Bremse ist einerseits bissiger, aber lässt sich trotzdem sehr viel angenehmer dosieren, als es bisher der Fall war. Weitere Informationen werden in Kürze auf unserer Internetseite verfügbar sein und die Bremse soll ab Oktober ausgeliefert werden.